So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Heavy Rain. Hier waren wir letzten Part stehen geblieben und müssen jetzt hier aus dem Haus raus und jetzt natürlich den Origami-Killer finden und die ganzen Hinweise entschlüsseln. Aber vorne gehe ich lieber nicht raus, denn wie wir alle wissen... Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. Genau, die ganzen Paparazzis wollen von uns jetzt irgendwas. Deshalb gehen wir einfach ganz sneaky hinten rum. Da steht auch unser Auto anscheinend. Ich könnte durch den Nachbargarten, um den Journalisten zu entkommen. Das klingt nach einem Plan. Sieht aus wie ein Schließfachschein. Der Engel auf dem Schein, den habe ich schon einmal gesehen. Hoffentlich sieht uns jetzt bloß der Nachbar nicht. Aber es sieht gut aus. Jetzt sind die Reporter aber ganz schön blöd, wenn die uns jetzt nicht bemerken hier. Ja, das war jetzt einfach und jetzt hauen wir einfach ab. Wenn die wüssten. Durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Alles klar. Dann gehen wir jetzt einfach mal dahin, wo es nicht so krass ist. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Du schaffst das, Junge. Ach, shit. Dann eben noch mal ein Versuch. Du schaffst das, Ethan. Hä? Ich drück doch R1. Ich peile es jetzt gerade überhaupt nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal verkacke, dann ist Ende im Gelände. Gerade mal gut gegangen. Der Luftballon. Dad, wo bist du? Jason! Jetzt durchlebt er das Ganze nochmal. Jason! Und wie sie alle umfallen. Dad! Jason!
Jason! Aus dem Weg! Dad! Jason! Dad! Jason! Wie wir einfach alle umhauen. Dad! Jason! Dad! Jack! Gut, dann wären wir jetzt also hier. Die Schließfächer. Jetzt nur noch das Richtige finden. Reihe 18, Fach Nummer 3. Alles klar. Reihe 18, Fach Nummer 3. Zwölf, 13. Natürlich wieder ganz hinten, wo denn auch sonst. Da wäre auch schon die 18. Nummer 3. Wäre hier. Offen ist es. Dann schauen wir mal rein. Okay, jetzt scheinen wir in so einem Motel zu sein. Und ich will jetzt wissen, was drin ist. Also mache ich es jetzt einfach gleich auf. Sofern mich Ethan das lässt. Gut, da wären Medikamente, wenn wir sie brauchen. Erst noch aufs Klo gehen. Sicher ist sicher. Dann natürlich, liebe Kinder, die Hände waschen. Und dann geht's jetzt los. Mach es auf.
Okay, also Origami-Figuren. Ist ja nichts Neues. Sind Sie bereit, Mut zu zeigen, um Ihren Sohn zu retten? Shaws Werkstatt und Parkplatz 4988, Roosevelt Avenue, Lexington. Okay, dann müssen wir früher oder später mal hin. Was ist das hier für ein Teil? Ach, der Akku wahrscheinlich fürs Handy. Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren, jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Das ist dein Führer aber ganz schön kreativ. Schieben wir was unter das Bett. Alles klar, jetzt geht's wahrscheinlich richtig los. Wahrscheinlich sind es auch fünf Prüfungen, da ich fünf so Figuren gesehen habe. Aber wir werden später mehr erfahren, wie schwierig die sind, ob die schwierig sind und was wir auch generell machen müssen. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte sie befragen. Oh Mann.
Das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt! Sie sagten, 15 Zentimeter Niederschlag tötet die Opfer. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Scheint niemand hier zu sein. Keiner da. Das war reine Zeitverschwendung. Wir sollten trotzdem mal einen Blick riskieren. Es ist keiner da. Jetzt schon. Kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist. Und wenn schon? Dieser Nathaniel Williams ist wohl ein Mann Gottes. Ein gottesfürchtiger Idiot, der auf das Ende der Welt wartet. Wir haben ihn vor ein paar Monaten wegen Ruhestörung im Park schon einmal verhört. Er ist total ausgerastet. Sagt, er hört Stimmen. Glaubt in seinem kranken Kopf, dass ich der Antichrist bin und ihn hier auf der Erde verfolge. Was für ein Spinner. Scheint echt ein Spinner zu sein, so wie es hier ausschaut. Ich gehe auch jetzt immer mal wieder zur Tür hin, weil ich glaube, dass wir irgendwann mal unerwarteten Besuch bekommen. So, wenn es noch geht, sonst... Nee, anscheinend nicht mehr. Dann halt nicht. Nur zigtausend Kreuze an der Wand. Oh, das habe ich doch gewusst, dass einer kommt. Gutes Timing, Nathaniel. Genau der, den wir suchen. Engel und Himmelswächter, schützt uns. Agent Norman Jaden, FBI. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Gott ist mein Zeuge. Ich habe nichts getan. Ich schwör's. Ruhig bleiben. Niemand wirft Ihnen etwas vor. Wir wollen nur reden. Nathaniel, wissen Sie noch, wo Sie letzten Dienstag um 16.30 Uhr waren? Hier. Ich war hier, betend. Den ganzen Tag. War jemand bei Ihnen? Nein. Nein, ich war allein. Arbeiten Sie, Nathaniel? Haben Sie einen Job? Meine einzige Arbeit ist das Gebet zum barmherzigen Gott für die Erlösung der Menschheit.
Aha. Warum all diese Kreuze? Fürchten Sie etwas? Die Stunde ist nah. Der Zorn Gottes kommt über die ganze Menschheit. Ich warte auf das Ende der Welt. Und die Stimmen, Nathaniel. Hören Sie die Stimmen immer noch? Wir wissen, wer zu Ihnen spricht, nicht wahr? Wir beide wissen das genau. Nicht den Namen sagen. Was sagt er Ihnen, Nathaniel? Ein bisschen warten wir noch. Sagen. Wir dürfen nicht reden. Er will neue Opfer von Ihnen, nicht wahr? Er will mehr, immer mehr, nicht wahr? Nein. Nein. Hören Sie auf, er wird kommen. Er wollte auch das Kind aus dem Park. Die Stimmen quälten sie die ganze Nacht lang. Sie wollten nur, dass sie aufhören. Nicht wahr, Nathaniel? Blake, was soll das? Stopp, stopp, das reicht. Sie gehorchten, damit sie aufhören. Das sie reicht. Sie haben den Jungen Lassen entführt sie ihn in und Ruhe. Ertränkt. War es nicht so? Nein, nein, stopp. Greif doch ein. Stopp. Sie haben sie umgebracht. Gestehen Sie endlich, Sie Dreckschwein! Sie sind der Antichrist. Waffe runter, ich werde Sie zurück in die Hölle schicken. Er ist Satans Sohn. Er soll uns alle vernichten. Herr Gott, noch mal. Los! Nein! Hab ihn erschossen. Das wollte ich nicht. Sieht so aus. Wirklich schade. Los, wir gehen. Scheiße. Das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Ja, das lief jetzt nicht so, wie ich das erwartet habe. Oh mein Gott. Naja, dann mache ich jetzt hier erstmal wieder Schluss, mache hier einen Cut. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.